Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich hier gerade einen Trainingsberg entdeckt. Ich wollte heute eigentlich kein Video machen, aber das hat sich jetzt hier irgendwie so ergeben, wie das dann halt so ist. Ich will euch mal eben so ein, zwei Sachen zeigen und danach, ist ein bisschen hell, danach wechseln wir auf die Helmkamera und dann nehme ich euch so ein bisschen mit. Weil das ist eigentlich ein super Berg, um ein paar Basics zu trainieren. Ja, und das sollte man, ich finde, beim Offroad-Fahren ist das mit das A und O. Gerade so Balance, ne, die brauchst du ja die ganze Zeit. Und hier sind so ein paar Dinger dabei, wo man das auf jeden Fall trainieren kann. Und so ein bisschen, ja, noch ein paar Feinheiten drin hat. Ich zeige euch mal ein, zwei Dinger und danach wechseln wir auf die Helmkamera. Zum Beispiel hier habe ich eigentlich gedacht, ist eigentlich ganz cool, hier mit dem Motorrad hochzufahren. Bis hier ungefähr, zack, und sich dann wieder rückwärts runterrollen zu lassen. Ja, und dann am besten so ein bisschen das Lenkrad eindrehen und dann einfach wieder weiterfahren. So eine typische, ja, Anfängerübung, man kennt es ja. Genau, ist klar. Das zweite ist, das ist dann wirklich ein bisschen einfacher. Entweder man fährt am Anfang von hier so ein bisschen rein, so dann hier hoch. Man muss immer ein bisschen gucken, das ist alles nicht so ganz fest. Weil Untergrund ist auch, finde ich, so heftig entscheidend beim Offroad-Fahren. So, jetzt wird der Wind ein bisschen mehr. Auf jeden Fall hier so hoch. Dann hat man hier so ein schmales Stück. Und dann da wieder runter. Man sieht aber auch rechts und links hat man auf jeden Fall keine Möglichkeit, den Fuß rauszustellen. Falls man die Balance verliert und nach links oder rechts kippt, muss man sie halt wieder direkt fangen. Das wird sonst nichts, weil da stellst du keinen Fuß auf. Weil wenn du da anfängst, einen Fuß aufzustellen, dann machst du da einen Abgang oder machst du da einen Abgang. Das wird also nichts. Dementsprechend muss die Balance sitzen. Genau, ich kann das ja ein bisschen schon so, deswegen habe ich eben auch schon mich warm gefahren. Das ist alles soweit okay, das kann ich schon machen. Jetzt komplette Anfänger, die sollten erstmal auf so einen weißen Streifen üben. So, Leute, ich würde sagen, wir wechseln jetzt. So Leute, wir machen jetzt erstmal das andere da weg. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ihr schon gesehen habt. Das ist einfach nur Spaß, ne? Aber das andere Ding, ich muss ja immer mit der schwereren Kacke anfangen, ey. Komm, nochmal das. Das ist einfach nur cool. Alle noch einmal. Ah, ja komm, zweimal Fuß aufgesetzt, aber lag mir. Das ist echt cool, Mann. Das war ja fast 180 Grad. Hier hoch. Boah. Habt ihr gesehen, wie das Vorderrad da eingetaucht ist, weil man nicht ganz auf der Ideallinie war? Da waren aber zwei Dinger drin, ey. Boah, oben war ich ein bisschen zu schnell, da ist mir das Vorderrad, habe ich keinen Grip auf oben gehabt, deswegen konnte ich nicht so richtig nach rechts ziehen. Deswegen ist mir da vorne so fast weggegangen und als ich runtergekommen bin, war das Vorderrad ein bisschen schräg. Dementsprechend wäre ich fast vorne rüber geknallt. Boah, diese Unebenheiten hier, ey. Ja, das ist ja alles Training, man muss das echt so sehen, weil das ist schon einfach, also ich finde, das sind schon heftige Bedingungen. Weil du kannst den Berg nicht richtig einschätzen. Auf einmal taucht dir das dann da wieder 10 cm ein. Aber merkst du ausreden, ne?
So Leute, ich muss mal eben eine Pause machen. Ich glaube, ich weiß jetzt, woran es liegt. Ich muss erstmal ein richtiges Affenkotelett fressen. Hey Leute, das reicht mir heute. Für heute reicht mir das. Ich bin hochgerollt, wieder runtergerollt. Als das Vorderrad unten war, Fuß aufgesetzt. Scheiße, aber heute geht nicht mehr, glaube ich. Heute ist Ende. War gestern zu lange beim Sport. So, ah, komm einfach wieder. So Leute, einen habe ich noch, den bin ich hier schon mal gefahren, aber der ist echt nicht ohne. Ich wundere mich immer, dass ich den gefahren bin. Weil hier ist ein Stück drin, das ist fast, ja, so 80, 90, doch, da ist ein Stück drin, was schon sehr steil ist. Weiß nicht, wie viel Grad, keine Ahnung. So, und dann will ich jetzt heute nochmal hoch. Aber hier muss man echt gucken, mit dem, wie weich die Dinger sind. Oh, hier sinke ich komplett ein, guck. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ich will jetzt auch nicht so viel hier für mich selber erschweren. Und hier oben ist dann einfach mal fast gar nichts mehr einsehbar. Hier falle ich wahrscheinlich richtig tief. Und dann muss ich gucken. Genau. Das ist die richtige Einstellung. Dann muss ich gucken. Dann muss ich hier auch mal gucken, wa? Dann gucken wir mal. Dann wollen wir mal ran da oder was? Dann wollen wir jetzt mal rein da, ey. So, mal sehen. Boah! Da geht's aber immer noch mal vorher richtig rein da, ey. Das ist so eine scheiß Bodenwelle oder sowas. Aber ich bin wieder oben, Alter, geil. Krasser Scheiß. Nochmal oder was? So Leute, ich glaube, das war's jetzt mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, vielleicht blende ich noch irgendwelche Szenen ein oder so. Ich bin komplett fertig. Hier, guck mal, seht ihr, wie nass das ist? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin so heftig am Schwitzen, ich muss gleich erstmal was trinken. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, ist auch egal, lasst einen Daumen trotzdem da. Haut rein, bis dann, ciao.